herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du wieder hier bist. Hast du dich schon mal mit dem Thema Schicksal und Karma auseinandergesetzt und dich gefragt, wo hier der Unterschied liegt? Oder geht es bei diesen zwei Wörtern um ein und dasselbe? Das Leben prüft uns ständig und man sagt dann gerne, ja, das ist mein Schicksal oder da habe ich wohl ein schlechtes Karma. Karma und Schicksal sind zwei Konzepte, die oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Aber sind sie nicht dasselbe? Worin liegt nun der Unterschied? Der Begriff Karma wird oft missverstanden, indem geglaubt wird, alles, was man im Leben verbrochen hat, wird einem heimgezahlt. Doch ist das wirklich so? Bestraft uns Gott so sehr für unsere Missetaten? Ich denke nicht. Karma bedeutet Ursache und Wirkung. Wenn ich eine Ursache setze, dann zeigt sich mir die Wirkung. Alles, was man tut und auch denkt, zeigt seine Wirkung, die wieder zu uns zurückkommt. Wenn ich mich zu wenig bewege und mich ungesund ernähre, dann wird das vermutlich negative Folgen haben und ist die Konsequenz einer ungesunden Lebensweise. Wenn ich meinen Finger in eine Kerzenflamme halte, wird es ebenso seine Wirkung zeigen und ist die Konsequenz einer Handlung. Jede Tat, die man ausführt, wird positive oder negative Auswirkungen auf die Zukunft haben. Somit ist es keine göttliche Strafe, sondern das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung. Es wird eine Ursache gesetzt, dass die Wirkung im Nachhinein zeigt, noch in diesem Leben oder in einem zukünftigen. Wenn sich Karma nun in einem zukünftigen Leben auswirken kann, dann bedenke, dass sich Karma auch aus einem früheren Leben anhaften kann, das wir mitgenommen haben, das wir jetzt bearbeiten dürfen, um einen Ausgleich zu schaffen. Karma erfordert ein stetiges Lernen und Bearbeiten, um auf eine hohe geistige Stufe zu gelangen, das Achtsamkeit, Mitgefühl und Liebe inkludiert. Gibst du Gutes, widerfährt dir Gutes. Karma kann durch Bewusstsein verändert und abgebaut werden, durch die Vergebung und Gnade. Im Gegensatz zu Schicksal, das kann nicht abgebaut werden und verändert werden. Schicksal besteht und kann nicht beeinflusst werden. Schicksal wird gesteuert von einem göttlichen Plan und ist Bestimmung, die Erkenntnis und Wachstum bringt. Sie bezieht sich auf Ereignisse im Hier und Jetzt und beeinflusst den vorgenommenen Lebensweg in eine unvorhergesehene Richtung. Das kann man sich so vorstellen. Vor bzw. während der Inkarnation werden Seelenvereinbarungen getroffen, um gewisse Seelenerfahrungen zu machen. Diese Seelenvereinbarungen können nicht verhindert oder verändert werden. Würde es dennoch so sein, würden die daraus erwachsenen Erkenntnisse verhindert werden. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig kompliziert oder verwirrend. Ein Beispiel: Ein 10-jähriges Kind stirbt an einer unheilbaren Krankheit und die Eltern müssen mit diesem Schmerz des Verlustes klarkommen und damit leben. Jede Seele hat seine Bestimmung. So tragisch dieses Beispiel auch ist. Doch auf Seelenebene gibt es dieses Leid nicht, sondern nur diese Erfahrung erleben zu wollen. Die Seelen haben sich dazu freiwillig bereit erklärt, um diese Lernerfahrungen zu machen und auch etwas der Nachwelt aufzuzeigen. Dieses Schicksal steht einfach fest und kann nicht beeinflusst werden. Es ist Bestimmung. Die Menschheit generell hat eine Bestimmung, nämlich aufzusteigen auf eine höhere geistige Stufe, ein göttlich vollkommenes Leben zu lernen, Mitgefühl und Liebe auszustrahlen und zu erkennen, dass wir den göttlichen Funken als mächtiges Energiewesen
in uns tragen und nicht nur aus Körper und Materie bestehen. In uns spiegelt sich das gesamte Universum. Wir haben nun den Unterschied zwischen Karma und Schicksal festgestellt. Karma ist veränderbar und das Schicksal nicht. Nun könnte man sich mit diesem Gedanken befassen, sollte man nicht generell Schuldzuweisungen in Frage stellen? Im Grunde sitzen wir alle in demselben Boot, ob gut oder schlecht. Wir alle haben mit Karma und Schicksal zu tun und besonders mit dem Kollektivschicksal. Rachegedanken, Verurteilungen, Bewertungen, wie zum Beispiel Mutter Erde schlägt zurück durch die selbstgemachte Klimakrise. Sollten wir nicht alle bei uns selbst anfangen, in die Vergebung zu gehen, mehr Empathie, Mitgefühl und Liebe aussenden und unseren Punktestand vom Negativen ins Positive zu bringen? Jeder einzelne Mensch kann etwas für das gesamte Große bewirken, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Wir alle tragen Verantwortung, jeder im Einzelnen. Ein Ozean wird erst zum Ozean durch all die einzelnen Wassertropfen. Zum Nachdenken angeregt und um die Gedanken weiterzuspinnen, den Sinn des Lebens und die Macht in uns zu erkennen, den göttlichen Funken in uns zu erspüren, die Quelle zu erahnen, aus der wir stammen, möchte ich mich nun verabschieden und mich bedanken, dass du mir bis zum Schluss meine Botschaft gelauscht hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.